Auf jeden Fall kommt da kein Gas mehr raus, wie es scheint. Heißt, wir können jetzt hier hoch. Okay, wir mussten das also tun, damit wir jetzt hier hoch können. Und hier sind Einheiten 4 und 5 anscheinend. Okay. Da liegt übrigens ein Buch. Es ist erforderlich, die Druckmesser der Reihe nach anzuordnen. Beginnt beim niedrigsten Druck. Die Druckmesser anschauen und sie in aufsteigender Reihenfolge anordnen? Könnte das ein Hinweis zum letzten Passwort sein? Meinst du? Einheit 4, Druck 55. Also muss Einheit 1 den niedrigsten Druck haben und Einheit 5 den höchsten. Einheit 5 hat den Druck 42. Das ist ja alles durcheinander. 21, 39, 18, 55, 42. Das ist ja nicht so schön. Alles muss seine Ordnung haben. Da ist eine Kiste. Wie komme ich denn da ran? Ja, wie ist eigentlich... Ach so, von der anderen Seite. Okay. Wir müssen uns hier nochmal umschauen. Wie können wir denn den Druck einstellen? Wo können wir den Druck einstellen? Das ist ja die nächste Frage. Aber können wir hier irgendwie hoch? Nee. Aber da oben können wir irgendwie lang. Das ist doch Tür 4, oder nicht? Müssen wir den Druck überhaupt selbst einstellen? Oder können wir jetzt einfach zu Computer 4 gehen und die Tür mit dem Hinweis öffnen? Das ist Tür 3. Ich gehe mal kurz zu Computer 4. Hat jemand überhaupt eine Tür mit 4 gesehen? Durch die ganzen Zufallskämpfe weiß ich das hier gerade gar nicht und ich habe jetzt auch keine Lust zu kämpfen. Verdammt. Verdammt mich, ich will weg. Lass mich weg. Lass mich weg. Ich habe gerade keine Lust. Durch die Kämpfe vergesse ich die Hälfte. Lass das. Ach, weißt du was? Mann. Na doch. Tschö. Ich weiß gar nicht, was die Scherben von mir löschen wollen. Weil die Aktionen scheinen die ja nicht zu löschen. Oder die Attacke, die wir gerade vorhaben. Aber was löschen sie dann? Man weiß es nicht genau. So, nee, machen wir erst die Schabe mit den wenigeren SP. Und dann macht der bei der kleinen Schabe noch einen 1A-Schlag. Das hättest du bei der anderen machen können. Aber egal. Ach ja, Heilkräuter. So, zeig mal her. Wir gehen eben zu Computer 4. Und dann... Ja, ja, ich verbrauche hier voll die Vitamine. Aber das ist mir gerade eher Wurst. So. Computer 4! War das ein Hinweis? Bitte Passwort eingeben. Super, dass ich mir das gerade aufgeschrieben habe. Die Zahlen entsprechen also, was ich jetzt denke, den Einheiten. Und wir müssen denen jetzt den Druck zuordnen. Mit den niedrigsten zuerst. Also 3? Nee, scheiße. 21, 39, 18 ist der niedrigste. Das ist aber Einheit 3. Und hier beginnt nichts mit 3. Ein anderes? Bitte Passwort eingeben. Ach so, okay. Es beginnt auf jeden Fall mit 3. Weil Einheit 3 hatte 18 Druck. Als nächstes wäre dann Einheit 1 mit 21. 3, 1. Könnten die beiden hier sein und...
Das nächsthöchste wäre Druck 39, das wäre bei Einheit 2. Es können immer noch die beiden sein. So, der nächsthöchste Druck ist bei Einheit 5 mit 42 und dann Einheit 4 mit 55. Wie falsch? Wieso ist das falsch? Ich habe mir das doch hier aufgeschrieben. Nochmal. Vielleicht umgekehrt? Na, jetzt geht er. Geht er an den Computer. Passwort eingeben. Dann machen wir es umgekehrt. Mit den höchsten zuerst vielleicht? Na, das war doch gerade richtig. 18, 21, 39, 42, 55. Beginnen wir halt mit dem höchsten. Dann muss das mit 4 anfangen. Ja. Mit 4, bitte. Nee. Okay. Nein. Dann probiere ich jetzt einfach durch. Lass mich doch. Oder haben wir gerade aus Versehen das andere eingegeben? Warte. Nee. Okay. Dann anders. Passwort eingeben. Ich probiere mich jetzt einfach durch. Wenn meine Theorie nicht klappt, dann probieren. So. Nee, ist es auch nicht. Ja. Dreh dich denn nicht immer um. Jetzt probieren wir einfach das dritte. Okay. Dann probieren wir einfach das vierte. 1, 2, 3, 4. Dann probieren wir das letzte von der Seite. Upsala, zu schnell gedrückt. Ich hätte schwören können, dass das so geht mit der Reihenfolge. Aber, naja. Passwort eingeben. Ein anderes. Dann machen wir jetzt mal das einfach. Und das war richtig. Aber wie komme ich denn jetzt dahin? Die letzte Tür. Ja. Wir müssten den Direktor jetzt eigentlich finden. Ich habe eine Menge Fragen an ihn. Woher weißt du überhaupt, dass er hier unten ist? Los, machen wir ein bisschen schneller. Sonst schließt sich die Tür wieder. Was? Wie jetzt? Das ist doch wohl nicht dein Ernst? Wo müssen wir denn dafür hin? Lust drauf. Nicht bei den kleinen Pflanzenviechern. So, hier hoch aber nicht, ne? Das war ja diese Heuballenfabrik hier. Also jetzt spaßeshalber. Auf jeden Fall müssen wir eine Leiter hoch. Aber von hier kommen wir ja her, ne? Ne, hier kann es nicht sein. Muss hier unten lang gehen. Da müssen wir irgendwie hin. Heißt das, wir müssen jetzt erst runter? Aber da war ja auch noch eine Kiste. Nee, darauf habe ich jetzt auch keine Lust. Lass das. Oh! Ich mag nicht. Ich mag gerade wirklich nicht. Vielleicht ist der nächste Versuch besser. Jetzt lass das. Ja, diese. Allein weil ihr euch so doof heilt. Dankeschön. Weiter geht's. Wir gehen einfach mal hier in Tür 3. Ah, da kommen wir ja hier unten hin. Genau. Wir müssen aber irgendwie da oben rein. Aber hier ging's auch nirgends runter. Ich will hier oben hin. Aha. Okay. Wo ging's denn lang? Ach ja, diese Flugmänner und ihr doofer Feuerhauch. Ich will wissen, wie man an diese Tür kommt. Bestimmt ist das total simpel, nur ich hab's wieder vergessen.
Aber ich habe jetzt auch keine Lust, mich durch die ganzen Gegner zu schlagen. Tür. Wie komme ich an diese Tür? Hier ging es nur zum Schalter. Genau. Kann man auch nicht wieder umlegen. Oder kommt man da vielleicht gar nicht von hier unten hin, sondern von oben? Gibt es mehrere Öfen? Nee, hier ging es ja gar nicht. Gehe ich mal hier runter. Kurz nochmal hier gucken. Aber ich denke nicht. Hier vielleicht. Nee, hier war ja das Gehen. Ah, wisst ihr was? Ich werde erstmal hochgehen, mich heilen und speichern. Genau. Weil wir hängen hier schon so lange rum und wenn wir dann wirklich sterben sollten bei einem bestimmten Gegner, wenn wir vielleicht eventuell hier überhaupt weiterkommen, dann ist das nicht so gut. Ich habe eher wenig Lust, das alles nochmal zu machen. Wir sehen uns dann gleich wieder. Nach einem Schläfchen und nach dem Speichern. Bis gleich. Und schwuppdiwupp, da sind wir auch schon wieder zurück. Na, Gegner. Na toll. Man darf keine 2 Schritte gehen, ohne dass man abgehalten wird. Sei es vom Sprechen, vom Durchsuchen, vom Erforschen oder sonst etwas. Blapp! Da ist der Ryu verwirrt. He is confused. Dafür gibt es einen 1A-Schlag vom Pekko. Wow. Gut, der Feind wurde aufgerieben. Wir kriegen EP und so weiter. Und ich glaube, ich habe eine Tür übersehen. An einer bestimmten Stelle. Weil an die Tür 4 muss man ja irgendwie von hinten rankommen. Also von hier weiter hinten. Wieso ist die Zahl denn jetzt wieder rot? Ach ja, weil wir uns beeilen mussten, genau. Wir mussten uns ja beeilen. Da war ja was. Momo, du machst mal... Ach komm, wir greifen einfach an. Der Hauptmonitor Nummer 4 ist wieder rot. Das heißt, wir müssen den jetzt anscheinend nochmal betätigen. Die beiden sind blind, das ist nicht sehr schön. Wenn Ryu jetzt auch noch blind ist, dann muss ich... Ja, verdammt. Ja, verdammt. Ja, verdammt. Genau deswegen. Ach komm, greif einfach an und Momo macht Erdbeben. Das sollte es doch eigentlich bringen. Da dachte ich, ich mach das schnell mal locker flockig und dann sowas. Immerhin trifft Ryu. Manchmal möchte ich das nachsprechen, was sie sagt, aber ich glaube, dann ist meine Zunge kaputt. Dann kann die auf den Sondermüll. Ich hasse dich. Ich versuche einfach anzugreifen. Hat beim ersten Mal bei diesen Gegnern zwar nicht geklappt, aber was soll's. Aber erst eine Runde die Blindheit zu heilen, das ist auch doof. Habe ich gerade keine Lust drauf.